Hi, ich bin der Fabi. Ja, und der Fabian ist unser Mechaniker in der Werkstatt für die Neuradmontage zuständig und auch natürlich für Inspektionen, Reparatur und so weiter. Wir haben jetzt das Rad analysiert, ne? Genau. Und haben uns angeguckt, was wir denn da jetzt für Material verwendet, welche Schaltung. Welche Erfahrung hast denn du mit diesem großen Zahnrad gemacht, da mit dem Zahnkranz? Bis jetzt haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben einen ganz normalen Verschleiß. Er ist jetzt nicht sehr hoch, wie zum Beispiel bei einer 12-Fach-Kassette. Weil da haben wir ja das Problem, dass das Kritzel noch größer wird. Die Abstände bleiben gleich, aber die Kette muss schmäler werden. Genau, und die Ritzel sind schmaler und alles ist schmaler. Genau. Und die Erfahrung von dir in der Werkstatt, wie lange hält denn etwa so ein komplettes Satz da? Der komplette Satz, da sind wir ungefähr bei 9000 Kilometer. Erfraglich wird es so bei 8.000 bis 10.000. So etwa in dem Dreh rum. Also nicht, wie manche meinen, nach 3.000 Kilometer die Kette runterwerfen, weil die Messlehre dann reingeht, sondern einfach weiter vorne. Ja, das können wir machen, wenn wir das Geld rausschmeißen wollen. Ja, also wir sind dafür, dass man hergeht und fährt so lang, wie es geht und macht dann den kompletten Satz drauf, weil die Kette ständig auszuwechseln ist teurer und bringt im Grunde genommen eigentlich dem Kunden nicht viel. Ja, wenn wir was machen, bringt es eh nur was, wenn wir einen kompletten Satz machen. Eben. Also ein Teil austauschen, damit es nicht geholfen wird. Es läuft sich nämlich alles ein. Ja. Miteinander. So, dann die Kette. Weil also die Kette, die hier verwendet wird, ist ja eigentlich eine KMC-Kette. Ne? Und zwar eine verstärkte, E-Bike-verstärkte. Wenn du als Rechnung schreibst, was kosten die im Verhältnis zu einer normalen Fahrradkette? Die Kette kostet jetzt 50 Euro, die normale Fahrradkette sind wir bei 8 bis 10 Euro. So, und was wir Ihnen damit sagen wollen, ist, wenn Sie draußen sich mal umgucken und sehen dann hübsche Angebote von E-Bikes, die dann ganz billig sind, so mit 2000 Euro und was, die verwenden auch Fahrradmaterial. Also das heißt, der Verschleiß ist enorm hoch, weil nämlich solche Ketten gar nicht für so Kräfte ausgelegt sind. So, also wir achten darauf, dass bei uns schon in der Erstausstattung verstärkte Kette drauf sind. Und wenn man das überlegt, ne, 50 Euro für so eine Kette, das summiert sich ja. Ne? Also ja, das Ritzel, das 11-Gang-Zahnkassette ist ja auch nicht ganz günstig. Das Schaltwerk und. Ja, dann zu dem Schaltwerk selber. Wir haben da jetzt ein Deore, also wir hätten die Möglichkeit, ein 12-Gang XT, Deore oder sogar 9-Fach gibt es auch noch. Machen wir nicht. Das Deore, welche Erfahrung hast du mit dem gemacht? Deore, gerade für Tourenfahrer, wirklich perfekt, weil wir hier am Trigger selbst wirklich ein weiches Schaltverhalten haben. Ne? Also wir müssen nicht wie beim XT-Trigger hart reindrücken, was eher fürs Gelände gemacht ist. Also wir haben hier wirklich eine sehr schöne, weiche Schaltung, die sauber zu schalten ist. Genau, also Frauen zum Beispiel, gell, die hätte ja oftmals das Problem, hier das Ding zu bewegen. Ein XT. Zum Beispiel. Die Ohre geht deutlich weicher. Ist mir jetzt auch aufgefallen beim Fahren. Das geht spielend und trotzdem exakt. Genau. Jetzt sage ich ja manche, das XT-Schaltwerk, das ist einfach besser, aus welchem Grund auch immer. Hast du schon einmal ein Deore-Schaltwerk gehabt, welches kaputt ging, ausgeschlagen ist, weißt du, durch die viele, viele Schaltwechsel? Nein, das ist jetzt wirklich noch nie, außer vielleicht mal bei einem Transportschaden oder sonst was, aber rein durch die Laufleistung musste ich zum Glück noch nie eins wechseln. Also wir haben ja auch schon Kunden gehabt, die 50.000 Kilometer gefahren sind, gell, mit den Tauberrädern. Ja, schon mehrere. Ja, ja, und man musste dann nie ein Schaltwerk auswechseln. Also lassen Sie sich nicht verrückt machen von irgendwelchen Aussagen, es muss ein XT-Schaltwerk sein. Verschleißärmer ist im Grunde genommen das System mit der Deore-Schaltung. Genau. Ja, dann mal soweit das. Jetzt zeige ich mal unsere Lager. Wir haben nämlich hier neu entwickelte Präzisionsnaben. Und der Fabian und ich, wir haben die jetzt schon einmal zerlegt und angeguckt. Wir holen jetzt am besten mal so ein Laufrad raus und zeige das Ihnen, wie das funktioniert. Nämlich, das sind sogenannte Steckachsen. Eine Steckachse, die wird reingesteckt, also komplett durch, das zeige ich Ihnen jetzt gleich, und dann verschraubt und verspannt. So. Okay, jetzt holen wir das mal raus. Einmal die Steckachse selbst, sieht man hier schon ganz gut. Wir kennen ja alle den ganz normalen Schnellspanner, der relativ
dünn ist und hier haben wir schon mal eine ganz andere Fläche. Ne? Das heißt im Ganzen, wir kriegen auf die Gabel eine ganz andere Steifigkeit drauf, wie wenn wir jetzt einen Schnellspanner hätten. Ja. Weil wir allgemeine Kräfte am Rad überall haben. Hier sprechen wir jetzt von der Torsionskraft. Also wir brauchen eine Verdrehsteifigkeit und genau mit so einer Steckachse erreichen wir das auch wirklich. Also das merkt man dann, wenn man zum Beispiel die Serpentine runterfährt, schnell bremst auch dabei, dass die Gabel einfach in sich steifer ist. Die Narbe, das ist auch eine Industrienarbe, genau. Präzisionsnarbe. Hast du mal einen Kugellager da, damit wir das zeichnen können? Also so im Gesamten sieht es aus. Das ist ein Industriekugellager. Wir haben einfach den Vorteil, dass das Ganze hier geschützt ist. Es ist ein geschlossenes System. Wir kennen es ja vom ganz normalen Lager, wo die Kugeln im Käfig liegen und die sind einfach deutlich anfälliger auf Feuchtigkeit, Verschleiß allgemein und da ist das wirklich was Hochwertiges. Also wir haben das jetzt probiert, wie weich das läuft und wie sanft, das ist unglaublich. Ne? Also du spürst keine Kugel, gar nichts, sondern es ist ein samtweicher Lauf. Ja, genau. Also wenn man so drüber, toll. Ja, also das ist sowohl am Vorderrad als auch am Hinterrad verwenden wir das. Man sieht es ja wirklich gut. Moment. Also wenn Sie das immer so machen an Ihrem Rad zu Hause und dann spüren Sie bei dem schlechten Lager, spüren Sie die einzelne Kugel, wie die sich bewegen. Ne? Und daneben merkst du gar nichts. Und man könnte sie austauschen. Also ne, so Lagerle, die gibt es und dann könnte man, wenn das irgendwann nach 30, 40, 50.000 Kilometer doch sich einlaufen täte, dann könnte man die Lager genau, einfach. Wir könnten sie tauschen, wir hätten viel Geld gespart. Wir müssen keine Narbe aus- und einspeichen, sondern können sie ganz einfach warten. Also Nachhaltigkeit ist angesagt, gell? Genau. Nachhaltigkeit. Ja, das war's dann zu dem Kapitel. Genau. Haben und Dankeschön, Fabian. Bitteschön, gerne. Also.